Dieses Video wird präsentiert von Music Sculptor. Music for Storytellers. Heute hüpft der Reis in der Pfanne. Bei Ninkocht zu sauer? Nicht. Wenn das Video euch gefällt, klickt bitte auf Like und Abo. Das hilft uns sehr. Los geht's. Heute kommen wir an früheres Amoleute-Essen, nämlich gebratener Reis mit Sojasauce. Das klingt ganz einfach, ist aber auch sehr lecker. Traditionell war gebratener Reis mit Sojasauce ein Gericht der armen Menschen. Die Zutaten waren einfach Reis, Ei, Sojasauce und Schweineschmalz. Heute kochen wir eine Variante mit Schinkenwürfel und Champignon. Und das schmeckt so. Nussig und kräftig, mit Pfeffergeschmack und durch den Schinken auch saftig. Und dafür brauchen wir folgende Zutaten. Circa 400 Gramm gekochter Reis. Ich nehme Parboiled-Reis. Ich finde, er passt super für ein Gericht mit gebratenem Reis. Außerdem ein Ei, 2 bis 4 Champignons je nach Größe, eine Handvoll Schinkenwürfel, 2 Lauchzwiebeln, 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce, Öl, Salz, Pfeffer. Optional 1 Teelöffel dunkler Sojasauce. Die dunkle Sojasauce gibt dem Gericht eine schöne Farbe und einen leichten Karamellgeschmack. Wenn ihr keine dunkle Sojasauce habt, nehmt gerne normale Sojasauce mit einer Prise Zucker. Jetzt Champignons in kleine Stücke schneiden. Lauchzwiebeln klein schneiden. Das waren die Vorbereitungen. Gleich geht's weiter. Ihr möchtet gerne asiatisch kochen, aber ihr habt keine Lust, die ganzen exotischen Zutaten zu besorgen. Dann seid ihr hier genau richtig. Auf ninkocht.de mit Kurzanleitungen der Rezepte und Einkaufslisten. Kocht mit, macht mit und schaut rein bei Ninkocht zu sauer nicht. Weiter geht's. Das Ei mit dem gekochten Reis zusammenmischen. Jetzt ein bisschen Öl in die Pfanne. Champignonstücke dazugeben. Anbraten, bis sie glasig sind. Dann geben wir Schinkenwürfel rein. Umrühren. Die Mischung raus aus der Pfanne. Noch ein bisschen Öl in die Pfanne. Wir braten den Reis an. Bis die Reiskörner sozusagen in der Pfanne hüpfen. Dazu 1 bis 2 Esslöffel Sojasauce und 1 Teelöffel dunkler Sojasauce. Umrühren. Und die Champignon-Schinken-Mischung wieder in die Pfanne kippen.
bisschen Pfeffer. Saus, wenn nötig. Weiter umrühren. Zum Schluss Lauchzwiebeln dazugeben und umrühren. Fertig! Gebratener Reis mit Sojasauce. Der Reis ist ein bisschen trocken, aber das muss so sein. Deswegen nehmt ihr am besten ein zweites saftiges Gericht dazu. Zum Beispiel Kung Pao Chicken und Mapo Tofu. Beide Rezepte findet ihr hier im Kanal. Und jetzt guten Appetit! Ich freue mich auf eure Feedbacks. Bis nächstes Mal. Tschüss. Bevor jemand fragt, wie man dieses Gericht mit Stäbchen isst, das macht man nicht. Man nimmt einen Löffel. Und wenn ihr mehr wissen wollt über die Tatsache, dass in China mehrere Gerichte gleichzeitig gegessen werden, dann schaut man im Kanal nach dem Video Tischlein deck dich, so isst China.